Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Create Your Look. Mein Name ist Vicky Lash, ich bin Make-up-Artist und heute zeige ich euch, wie ihr eure Haut auf das Make-up richtig vorbereiten könnt und welche verschiedenen Primer es gibt und wie ihr die richtig auftragt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß! Bevor es bei mir überhaupt ans Make-up geht, ist die Vorbereitung der Haut das Allerwichtigste. Ich reinige mein Gesicht morgens gerne mit der Look by Piper Spa Gesichtsreinigungsbürste. Die hat einen 3-Stufen Vibrationsmodus. Ich habe bereits mein Gesicht angefeuchtet und meine liebste Gesichtsreinigung einfach direkt auf die Bürste aufgetragen. Die habe ich jetzt mal eingeschaltet auf die 2. Stufe. Das ist schon recht intensiv. Und damit reinige ich jetzt in kreisenden Bewegungen und gleite so ein bisschen über mein Gesicht drüber. Und das sorgt dafür, dass alle abgestorbenen Hautzellen, Schmutz und eventuell Make-up-Reste gründlich entfernt werden. Jetzt brauche ich nur noch das Gesicht mit Wasser abwaschen. Und noch ein kleiner Anti-Aging-Tipp nebenbei. Immer ein eigenes Handtuch nur für euer Gesicht verwenden, das ihr wirklich ganz regelmäßig auch wascht. Und das Gesicht immer nur trocken tupfen, nicht reiben. So züchtet ihr euch keine Falten selbst und bleibt immer schön geschmeidig. Jetzt wird es Zeit für eine Gesichtsampulle. Die ist auch ganz fix integriert. Ein Serum vor dem Primen. Da verwende ich heute das Awake Serum von den 2 Beautifying Ampullen. Zuerst die Glasampulle gut schütteln. Dann unbedingt in ein Kosmetiktuch wickeln, damit ihr euch nicht verletzt beim Öffnen. Und mit einem schnellen Knick die Ampulle öffnen. Jetzt trage ich das Serum auf mein Gesicht auf. Und damit die Haut nochmal so einen richtigen Boost bekommt und vielleicht die Lymphe auch noch angeregt werden, empfiehlt es sich auch, so einen kleinen Roller zum Einarbeiten von Serien zu verwenden. Das ist nicht nur eine wunderbare Massage, sondern regt wie gesagt auch die Durchblutung an und fördert die Lymphe im Gesicht. Bevor es jetzt direkt ans Schminken geht, suche ich mir eines der Look by Piper Primer Produkte aus. Entweder ein Serum oder verschiedenste Öle, die verschiedene Finishes auf eurer Haut hinterlassen. Ein Primer Serum oder Primer Öl sorgt dafür, dass das Make-up super über die Haut gleitet und auch die Haltbarkeit verlängert wird. Es versorgt euch mit Feuchtigkeit und verschiedensten Vitaminen oder zum Beispiel auch einigen Goldpartikeln für so einen richtig schönen Glowy Look. Die Primeröle und Primerserien kommen alle mit solchen kleinen Pipetten. Das ist sehr, sehr hygienisch, so könnt ihr direkt aus der Pipette auf eure Handfläche 2-3 Tropfen und dann aufs Gesicht. Und das Ganze auch wieder nicht verreiben, sondern schön in die Haut einpressen. Und noch ein Primeröl, Primer-Serum-Tipp. Bitte die Wimpern nicht damit in Berührung kommen lassen, ansonsten hält euch vielleicht die Mascara anschließend nicht. Die hat nämlich eine andere Textur als Make-up und ist oft mit Wachsen und Ölen versehen. Und dann tragt sich das ein bisschen schneller ab, also wirklich nur auf die Haut auftragen. Jetzt ist meine Haut optimal vorbereitet und dann wird mein Make-up umso schöner, umso länger haltbarer und umso strahlender.